Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphania. Wir sind hier immer noch im Haus des Halts und wir sind jetzt hinter dem hinter diesem Pass. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie der heißt. Harkonnenser Pass. Wir sind jetzt dahinter und wir haben ein neues Gebiet sozusagen. Im letzten Part haben wir ja schon einiges erledigt. Wir haben das zweite Siegel gebrochen und den Passierschein haben wir bekommen. Ja, und wir haben gegen eine kleine Dämonin angetreten. Und wie es aussieht, ist Governor Dor, der in Palmacosta gelebt hat, scheint wohl gestorben, oder wir wissen es noch nicht, ob er jetzt tot ist oder nicht. Er wurde zwar irgendwie verletzt, aber weiß nicht, ob er jetzt tot ist. Auf jeden Fall, seine Frau ist wie Marble zu einem Monster geworden und wir haben ihm versprochen, sie zu retten. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal hier um, wie es aussieht. Gibt es da hinten? Ah, oh, Noshi kann hier nicht reiten. Da gibt es da hinten irgendwas auf der Insel. Und ich habe neue Unionsattacken-Kombinationen. Oh, neues hier. Und zwar, wenn Lloyd Tigerblade einsetzt und Colette Powerham. Genau. Gibt es eine neue Attacke und da werden wir mal, schauen, wie sie ausgeführt wird. Es gibt nicht viele Kombinationsattacken. Ich muss mal gucken, wie viel es genau. Aber es gibt viele Möglichkeiten, die auszulösen. Wie zum Beispiel Photon Blast kann man in einer Stärke. Da gibt es halt immer Steigerungsformen. Die allerletzten Attacken eines Charakters oder einer höchsten Charakter kann halt die Kombination Attacke stärker machen. Das ist halt das, was ich herausgefunden habe. Aber erstmal brauchen wir wie soll man das sagen, hier der rote Balken, dass er sich aufgeladen hat. So, ich werde mich erstmal hier drüben ausschauen. Wir könnten zwar in die Stadt Asgard gehen, aber ich gehe mal kurz auf der Insel hier und wir schauen uns mal dort um, was dort ist. Und dann werden wir nach Asgard gehen. Und ich glaube, auch in Asgard können wir von Laylas Brief benachrichtigen oder ihn abgeben. Ich meine, das war nämlich in Asgard. Ja, dann werden wir ja sehen, ob wir den Typen finden. Und dann schauen wir, was er uns zu berichten hat. Also, das wird wohl noch spannend. Oh, da will jemand mich attackieren. Vielleicht neue Monster? Nee. Gerade nur ein erstes Monster gesehen. So. Ich zeige euch jetzt mal die nächste Attacke. Tigerblade, Powerhammer und Photon. Und jetzt Tigerblade und Powerhammer. Naja, ist okay. Ne, ich finde die nicht gerade schön aus. Aber ich würde mal jetzt was Neues einstellen. Und zwar Tigerblade bleibt. Aber ich werde jetzt Lightning hineinsetzen. Das heißt, es ist die nächste Urattacke. Die kann von Kratos oder von Genus aktiviert werden. Also ist eigentlich völlig egal, solange man die Attacken dabei hat. Dann habe ich noch zwei Stück, die recht interessant sind. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, welche als erstes. Ich habe gerade zwei Kombinationen, die ich sehe. Powerhammer und Lightning gibt es auch. Da bin ich mal gespannt, wie das, was für eine Auswirkung das hat, wenn zwei Spezialattacken sind. Ob die alle beide kommen, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Das will ich mal ausprobieren. Vielleicht kann man sogar noch mehr Kombinationen reinhauen, wie man kann.
Muss ich gleich mal gucken, ob ich noch eine dritte reinbringen kann, aber wahrscheinlich nicht. Hier gibt es noch eine, aber das ist was ganz anderes. Ist mal interessant. Das müssen wir erstmal wieder aufladen, damit wir wieder die Attacke einsetzen können. Ich schaue mich gerade noch hier um, ob hier irgendwo was versteckt ist. Ein verstecktes Item oder sonst irgendwas. Man weiß ja nicht, was sich hier so, befindet. Aber wir kommen so langsam auf die Stadt zu, aber ein Monster kam auf uns zu. Ja, einige Gegner. Also, wie gesagt, es gibt tatsächlich eine Beast-Attacke, davon wusste ich ja noch. Und zwar geht es tatsächlich um Eruption und Beast. Aber Eruption haben wir noch nicht von Genius. Das wird noch ein bisschen dauern. Also die gefallen mir, das gefallen mir auch richtig geil. Oh, was haben wir denn hier hinten? Balkaruf Mausoleum. Schauen wir uns mal eben kurz hier um auf. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Wow, ist das groß. Das ist also das Balkaruf Mausoleum. Es ist wirklich sehr so schön, wie man sagt. Dieses Gebäude ist ein Altar, an dem vor über 5000 Jahren den Göttern geopfert wurde. Später starb König Balkaruf und Professor, genug. Was soll das heißen, genug? Ich werde sie einfach ignorieren. Genau deswegen sind jene, die keine wissenschaftliche Neugier spüren. Verdammt. Da hat Leute direkt schon keinen Bock mehr auf Unterricht. Oh, was haben wir denn hier? Position des Kochs muss ich auch nochmal herausfinden. Ah, da hinten haben wir eine Truhe. Ja, eben kurz mal 1800 Gold gefunden. Ja, was will man mehr? Ich wollte mir die Ruinen ansehen, aber der Eingang ist zu. Ob es einen Trick gibt, ihn zu öffnen? Kann das sein, dass es hier schon das nächste Siegel ist? Ich gehe mit meinem Hund spazieren. Es heißt Pepe, bitte sei nett zu ihm. Ja, machen wir. Machen wir. Pepe. Wuff, wuff, wuff. Sieht danach aus. Sieht danach aus, dass das Colette öffnen kann. Und hier ist wohl das nächste Siegel. Ich könnte hineingehen. Balkanmuseum. Was? Signesin? Keine Ahnung. Ich hab nichts lesen können, was da stand. Was hast du so erzählen, Omachen? Sie ist als Touristin hier. Und so interessant ist es auch wieder nicht. Ja, das stimmt auch, ja. Okay, wir gehen auf das nächste Abenteuer. Ich denke mal, wir machen das hier mal. Ich denke mal, das ist das nächste Siegel. Oder? Oder auch nicht. Ich dachte, man kann... okay. Hier können wir momentan nichts tun. Aber ich glaube, wir werden auch noch da reinkommen können. Ja, ich bin mir sicher, dass wir hin müssen. Ich erinnere mich hier nochmal. Da ist eine Truhe. Ich wusste es doch. Esring. Interessant. Okay, da hinten kommen wir nicht hin. Alles klar. Oh nein. Boah, der Kleine will mich anspringen und da kam einer von da hinten. Oh, da hat er es da. Kann ich mal die Harpe angreifen? Kraftschuh. Zack. Zack, zack, zack. I can't concentrate. Blame your fate. Kerimma und Kohle, ja, davon haben wir ja einige. Die können wir nicht mehr aufsammeln. So. Im Mausoleum können wir nichts mehr tun, das heißt, wir gehen in die nächste Stadt nach Asgard.
Ja. Komische unsichtbare Mauer oder was? Und dann suchen wir den Typen auf, der den Brief bekommen sollte. Und mal sehen, was er dazu sagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich weiß nur, dass Max uns nach Palma Costa gebracht hat. So viel weiß ich noch. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Name heißt. Werden wir bestimmt noch herausfinden. Ah, nee. Nee, nicht Alfred, sondern Alfred oder so hieß der, genau. Ich erinnere... Nein, ich sehe dich. So ganz blind bin ich auch nicht. Naja, ich werde mich dann öfters mal hier umschauen. Aber zunächst werden wir erstmal in die nächste Stadt hineinkommen. Und zwar Asgard. Willkommen. Stadt der Ruinen, Asgard. Ja, einige kennen die Stadt, andere wiederum nicht. So, was haben wir denn hier? Können wir hier? Ach, hier ist direkt ein Speicherplatz und hier ist das Hotel, alles klar. Die guckt ganz genau. Ich sollte mal in Gebäuden mal nachschauen, ob irgendwo der Wunderkoch sich rumtreibt. Man weiß es ja nie. Gibt ja bestimmt irgendwelche Gegenstände, die sehr ungewöhnlich aussehen. Vielleicht hier auch hinter dem Tresen. Man weiß es nicht. Immer schön die Augen aufhalten. Aber nun gut. Ach, ich weiß... Ah, ich weiß jetzt, was hier so passieren kann. Ja, ja. So. Hast du irgendwas für uns? Willkommen im Wirbelwind. Kauf Apfel, Gel, Orangengel. Finsternis können, haben wir jetzt. Versiegelte Flasche erhöht. Zweiwillig die Feindberührung. Agilität. Ein Amulett, das vor Versteinerung und Schwere schützt. Interessant. So, ich kaufe jetzt erstmal wieder ein. Wundermittel. Kaufe ich auch nochmal zwei ein. Dit wes. Ja, hier verkaufe ich natürlich erstmal nichts. Danke. Können wir irgendwo, haben wir irgendwo wieder so einen Anpassungsschmied? Was haben wir denn eigentlich hier? Ein Gebäude. Bestimmt, ah, das Hotel. Bestimmt das Hotel. Kein Wunderkoch, kein Wunderkoch. Dann schauen wir uns mal um. Hinein, hinein, spaziert. Ich will mir alles anklicken, was es zu sehen gibt. Man weiß ja nicht, wo der sich rumtreibt. Vielleicht kennen ja Leute die Position, wo ein Wunderkoch ist. Ich hoffe mal, ich bekomme mal so langsam mal Hilfe von euch. Das ist schon ein bisschen traurig. Da komme ich hin. Der Spiegel. Das sind, glaube ich, nur irgendwelche Gegenstände. Na gut, das war's. So groß ist das gar nicht hier, wie es aussieht. Dann gehen wir mal nach der Rausen. Haben wir hier irgendwas Spezielles? Hineingehen. Okay. Irgendwas, was uns hier helfen kann. Ist das der Elementargeist des Windes? Ziemlich groß. Okay. Hilft uns hier alles nichts. Dann schauen wir uns mal oben ein bisschen um. Gibt es weitere Läden? Ein Itemladen. Der hat irgendwo da hingeguckt. Ich dachte, hier ist der Wunderkoch irgendwo. Der Wunderkoch erscheint nur, wenn die legendären Zutaten vorhanden sind. Hey, ich habe sie. Die legendären Zutaten. 100 Gramm kosten 750 Gold. Okay, hier kann man wohl. Willkommen im Sturm. Hier können wir kochen. Kochzutaten. Es wird auch mal Zeit, dass wir auch mal
Kochzutaten holen. Schon mal von denen 10 Stück. Dass wir auch mal ein bisschen nebenbei kochen können. Fleischstreifen. Jede Menge Fleisch. Der Kopfsalat. Der Pilz. Ja, wir kriegen später so viel Geld. Da wissen wir gar nicht, was wir damit anfangen. Aber ich will ja nebensächlich auch mal ein bisschen kochen. Das hilft, glaube ich, auch, die Werte zu steigern. So. Paieren. Brötchen. Warum will man immer nur 10? Ah, da gibt es jetzt legendäre Zutaten. Oh ja, da sind einige. Von den legendären, da packen wir nur 5 ein. Okay, machen wir da nur. Achso. Dann machen wir das doch einfach so, was wir brauchen. Omelette. Käse. Sägeres brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal, was wir alles so brauchen. Paieren brauchen wir nicht. Brauchen wir. Möhre brauchen wir auch nicht. Reisbällchen. Omelette. Kartoffeln brauchen wir auch nicht. Pilz brauchen wir für Kohl. Brauchen wir. Haben wir genug. Und Fleisch. Ja. So, das ist okay. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt viel zu viel angekauft, weil wir noch Ausrüstung kaufen können. Aber egal. Oh, Reisbällchen. 2 Sterne hat sie schon bekommen. Wir können ja erstmal anfangen mit Sandwich. So, da hat er schon mal alle Sterne. Krotos, Colette, Rain. Genus. 53 Salat, Zitrone haben wir nicht, aber das sollte nicht so schlimm sein. Obst. Okay, dann machen wir das mal Rain. Fertig. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Rain ist die schlechteste Köchin. Hier haben wir wohl einen Waffenladen. Rüstungsladen. Willkommen in Cyclone. Ja, habe ich mir das doch fast gedacht. Hier können wir Ausrüstung hochkaufen. Naja. Dann werde ich wohl irgendwann mal in Typhoon. Interessant. So, Masamune haben wir. Haben wir Schmuckstab, Stahlschwert, Dolch der Hydra. Das ist schon mal stärker als das Stahlschwert. Okay, Ausrüstung muss ich dann mal schauen, wie ich das dann regel mit dem Geld. Was mich jetzt mal interessiert ist, Amazon Guard, wo kann ich denn jetzt eigentlich meine Items holen? Ja, willkommen, falls du brauchst Hilfe. Ich möchte gerne wissen, was meine Expedition jetzt. Ich habe keinen Plan. Ich glaube, ich muss mal in den anderen Städten mal gucken und ein paar Mal Costa habe ich jemanden losgeschickt, wie ich weiß. Und sogar noch irgendwo jemanden. Aber irgendwie kann man in jeder Stadt losschicken, aber ich weiß gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Das macht mich echt kirre. So, hier haben wir schon wieder so eine Höhle. Können auch mit denen sprechen. Aha. So hast du hier genau so einen Urlaubsort mit Ruinen dir vorgestellt. Interessant. So, genug ausgegeben mit Geld. Da kommen wir zurück. Zu den
Dingens. Ja, zu den Dingens auch gut. Was erzählst du denn? In der letzten Zeit ist die Zahl der Personen, die auf Drachen fliegen, drastisch gesunken. Das ist wirklich traurig. Auf Drachen? Wie auf Drachen fliegen? Bist du ein Drache? Interessant. Wie geil. Also, hört ihr das? Hört ihr den Wind, der die ganze Zeit da durch Asgard fliegt? Das hört sich ziemlich gut an. Was haben wir denn hier? So, irgendwas hier. Na? Willkommen in Hotel Fresco. Wieso guckst du mich hier an? Ah. Eine. Ja, nein. Wir bezahlen noch nicht. Das ist Wahnsinn. Ich schaue mich nochmal ein wenig hier um. Vielleicht ist hier irgendwo der Wunderkoch und versteckt sich. Oh, bitte? Tut mir leid. Bitte gönnen Sie sich noch ein bisschen. Nein. Naja. 300 Gold in der Nacht. Nein, danke. Das ist mir doch ein bisschen zu viel. Das ist gut. Und da gibt es eine Verbindung. Okay. Hier gibt es nichts Außergewöhnliches. Er schaut uns die ganze Zeit an. Hinter jeder Pflanze kann sich auch was verbergen. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Okay, hier ist nix. Dann gehen wir wieder raus. Ist das zweite Hotel? Bin mir nicht sicher. So, was haben wir denn da? Ein kaputtes Tor. Kommen wir hier irgendwo hin? Wir kommen nach oben. Oh! Ist es die Ruine von Asgard? Lloyd, erzähl uns ein bisschen was über die Geschichte der Ruine. Nun also, es ist der Tempel, der ihm den Cleo der Dritte einrotiert. Warte mal, ich muss mal einen Schluck trinken. So, nochmal. Es ist der Tempel, in dem Cleo der Dritte ein Ritual vollzogen hat, mit dem er den Elementargeistern des Windes ein Opfer dargebracht hat. Er wollte damit einen Sturm bezwingen, der seit einer Woche tobte. Genau. Hast du die letzten 5 Jahre überhaupt etwas gelernt? Sport und Kunst und... Schon gut. Welch perfekte Form. Diese feine Linie soll den Flug der Elementargeister des Windes durch die Lüfte darstellen. Außerdem soll der Stein mit einer großen Menge Mana getränkt sein und nachts... Obwohl in der letzten Zeit aufgrund der Mana-Knappheit das Mana, mit dem der Stein getränkt ist, ebenfalls... Oh, das geht ja... Was soll das denn? Wieso geht er da von alleine? Keine Ahnung. Wenn das Mana aus dem Stein entweicht, verströmt es seinen ungewöhnlichen Geruch. Dieser Effekt ist bekannt als Filament-Effekt.